Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich mir was Spezielles überlegt. Und zwar, ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen und ich mache, also, beziehungsweise ich starte jetzt wieder ein Road to Knife Unboxing, das Road to Knife Unboxing 2.0. Bei Road to Glove, ich habe noch keine Gloves gezogen, falls sich das jetzt einer denkt, aber ich habe das Gefühl, ich werde auch keine ziehen. Keine Ahnung, ich habe jetzt da schon 250 Handschuhkisten aufgehebelt, also Klatschkisten und Glovekisten. Und jetzt 250 Stück und bis jetzt noch keine Handschuhe. Und dadurch ich davon ausgehe, dass ich, also dass die Drop Rate von den Handschuhen kleiner ist als die von dem Knife, möchte ich jetzt nebenbei noch eine Road to Knife Unboxing Serie starten. Ich hebe das einfach jetzt mal daneben auf. Und möchte halt gucken, ob das auch wirklich so ist. Ich werde jetzt dann in Zukunft wahrscheinlich das so machen, dass ich einmal eine Folge Road to Knife Unboxing, dann eine Road to Glove, Road to Knife, und das halt immer so abwechsle. Und ich werde hier jetzt wieder einen eigenen Counter starten für die Kisten und dann mal gucken, wo ich früher das Knife oder die Handschuhe ziehen werde. Aber bis jetzt ziehe ich hier ist auch nur blau. Da habe ich jetzt mal die Spectrum 2 Kisten, 10 Stück mal wieder für den Anfang. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube bei dem letzten Road to Knife Unboxing Serie, also bei der ersten Staffel sage ich mal, habe ich aus Spectrum 1 Kisten das Knife gezogen. War ein Huntsman Marble Fade, by the way, wer es nicht gesehen hat. Aber es wirkt so, als hätte ich hier jetzt auch nicht gerade mehr Lack. So, wenn ich jetzt 10-mal blau ziehe, bin ich irgendwie pisst. Also richtig. Eine Glock 18. Nice. Und bei dem Overwatch habe ich ja jetzt... Oh, ist das ein Purple Skin? Das ist ein Purple Skin. Star Trek sogar. Weil die TZ wäre etwas besser gewesen. Bei Overwatch habe ich ja letzte Woche die erste Folge von dem neuen Format Overwatch hochgeladen und das ist relativ gut angekommen, deswegen werde ich das jetzt in Zukunft auch häufiger bringen. Und was ich noch ansprechen wollte, ist, es läuft ja momentan wieder ein monatliches Giveaway für den Monat Juni. Da gibt es ja 3 MP7 Bloodsports zu gewinnen. Also 3 Leute können jeweils eine MP7 Bloodsport gewinnen. Wenn ihr wissen wollt wie, checkt einfach das letzte Folge vom Road to Glove Unboxing. Episode 24 war das, glaube ich. Jo, aber irgendwie läuft sie jetzt auch nicht so krass, wie ihr hofft. Gut, zweiten Purple Skin. Ich glaube 7-mal blau. So, letzte Kiste. Ich hoffe, die rettet mir jetzt den Arsch. Wenn nicht, habe ich im Prinzip dasselbe wie bei Road to Glove. Ja. Nice. Egal, aber wie gesagt, ich werde es in Zukunft immer so machen, dass ich halt zwischen Road to Glove und Road to Knife Unboxing halt abwechsle. Hier einen eigenen Counter und dann können wir mal gucken, wo werde ich früher etwas ziehen. Ihr könnt mir dann hier wieder, weil da gibt es ja mehr Kisten zur Auswahl, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welche Kisten soll ich aufhebeln. Bei der nächsten Episode soll ein Scammer sein oder doch Phoenix oder Huntsman oder was es halt sonst noch so alles an Cases gibt. Bei Road to Glove ist es halt jetzt nicht so, weil da gibt es im Prinzip nur 2 Kisten, die ich aufhebeln kann. Eigentlich gibt es 3 Kisten, aber die Hydra-Kiste kostet 2 Euro, glaube ich, das Stück. Das ist mir dann doch too much für so eine Serie, sagen wir mal. Jo, dann war es dann auch wieder mit dem Video für heute. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Kiste ich beim nächsten Mal aufhebeln soll. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sage ich euch nur noch, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.